Wie frei ist Deutschland noch? Darf man seine Meinungsfreiheit sagen? Darf man die Migrationspolitik der Bundesregierung überhaupt noch kritisieren oder ist man dann rechts, ist gleich Nazi? Darüber möchte ich heute sprechen mit jemandem, wo ich mich ganz besonders freue, dass er bei mir ist. Ich bin ein großer Fan von ihm. Man kann auch sagen, ein Verehrer, der Schriftsteller Uwe Tellkamp, bekannt durch seinen Roman Der Turm. Jetzt gerade ist sein neuester Roman, in gewisser Weise Fortsetzungsroman, Das Schweigen der Uhren auf den Markt gekommen. Ganz stark zu empfehlen. Vielen Dank, schön, dass Sie da sind, Herr Tellkamp. Schönen guten Tag, Herr Reitschuster. Ich freue mich sehr, bei Ihnen zu sein. Danke. Wie frei ist unsere Gesellschaft? Ja, also Meinungsfreiheit und dürfen. Ich habe schon den Eindruck, dass man noch alles darf, im Sinne, dass es eine Äußerungsfreiheit gibt. Also man kann schon alles sagen, was man will. Nur dann danach wird es interessant. Was Konsequenzen betrifft, da können Sie ein Lied singen. Sie sind bei PayPal gekündigt. Ihnen hat man die Bankverbindung gekündigt. Sie sind, glaube ich, jetzt in Montenegro, wenn wir miteinander sprechen, und nicht mehr in Deutschland. Das heißt, dürfen darf man das alles. Das habe ich mir auch in der DDR schon getraut. Nur muss man dann halt sich darüber im Klaren sein, was das bedeutet und wie die Mechanismen dann arbeiten, von Wegschiebung, Ausgrenzung und so weiter und so fort. Darüber können wir uns ja vertiefend unterhalten. Da gibt es ja den berühmten Ausspruch von Idi Amin, dem Diktator, der sagte, you have freedom of speech, but you don't have freedom after speech. Also schlechtes Englisch bitte ich zu verzeihen, man hat Freiheit für die Rede, aber nicht nach der Rede. Und ein guter Freund von mir, der russische Schriftsteller Weinowitsch, der beschreibt zum Beispiel in seiner Autobiografie, dass auch Leute Stalin damals kritisiert. Also es kam auch vor, wenn die Glück hatten, ist ihnen sogar gar nichts passiert. Und ich glaube, wir Deutschen haben da so ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja? Die sagen, ja, man darf es doch sagen, ja, dann haben wir doch Meinungsfreiheit. Ich glaube, viele verstehen den tieferen Sinn von Meinungsfreiheit gar nicht mehr. Oder bin ich da überkritisch? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Sie das ganz richtig sehen. Und in der Diktatur gibt es auch Freiräume. Das Problem ist nur, wer testet das aus? Denn das Risiko dahinter ist ja, bei Stalin war es das berühmte Wort oder der berühmte Buchstabe R für Rastrell, also erschießen. Und Schostakowitsch zum Beispiel, der Komponist, scheint so eine Art von Hofnarr oder Narr für ihn gewesen zu sein, der eine gewisse Freiheit hatte. Aber er lebte eben ständig unter dem Damoklesschwert der Verhaftung und der Deportation. Das sind wir in Deutschland natürlich nicht, also noch nicht. Aber es gibt andere Formen von Einschränkung von Meinungsfreiheit. Und es gibt andere Zwänge, das weicher zu sein. So wie Sozialismus auch, das war die beinharte Stalin-Fraktion. Es gab aber auch eine Art von sogenanntem Gulasch-Kommunismus, wie in Ungarn, wo das alles offenbar scheinbar K und K gemildert war. Und deswegen gibt es Meinungsfreiheit und Meinungseinschränkungen in sehr unterschiedlicher Form. Und wir haben eben eine demokratische Form mit demokratischen Spielregeln und demokratischen Blockierungsmaßnahmen, scheint mir. In der DDR gab es da ja auch ganz unterschiedliche Zeiträume. Also es gab die stalinistisch geprägte DDR, wo man für einen Witz ins Gulag kommen konnte bis nach Sibirien. Und in der Honeckerschen DDR waren die Spielräume dann ja größer. Also insofern, wenn man heute versucht zu vergleichen mit der DDR und nicht gleichsetzen, das wird ja in Deutschland immer verwechselt, Vergleich und Gleichsetzung, dann muss man ja auch sehen, dass die DDR da keineswegs homogen war in ihrer Geschichte. Also sie war in der Geschichte nicht homogen, sie war ein künstlich geschaffenes Gebilde, ein Produkt des Krieges oder genauer in der Nachkriegssituation. Und sie war immer ein Regime auf Bajonetten der Besatzungsmacht, also in diesem Fall der Sowjetunion. Das hat man auch deutlich gemerkt und Sie haben völlig recht mit den unterschiedlichen Phasen. Ich bin groß geworden in den 80er Jahren, ähnlich wie Sie, also wir sind ja etwa ein Alter. Und ich denke, Sie werden, als Sie in Moskau Korrespondent waren, werden Sie in diesem Land viel von diesen Überbleibseln auch erfahren haben. Von Prägungen, von Stalinismus, das bis in Alltagsreaktionen von Menschen hineingeht. Das zum Beispiel, also das sind für mich ganz elementare Dinge. Also in der DDR war für mich charakteristisch, dass man im Zuhause relativ frei sein konnte und wollte. Und dass man aber, sobald man vor die Tür trat, eine Art von Soldatenkleid oder Mantel angezogen hat. Das ist prinzipiell feindlich. Hier musst du aufpassen und hier musst du genau abwägen, was du sagst. Und diese Zweiteilung des Verhaltens im Alltag scheint mir, kommt wieder in der Gegenwart.
dass Menschen bei verschiedensten Themen anders reagieren im Freundeskreis oder sagen wir mal in ihrem Chat bei Facebook oder WhatsApp und wiederum anders reagieren auf Arbeit und im öffentlichen Raum. Das ist so eine kleine punktuelle punktueller Vergleichsmaßstab, der mir da unterkommt, wenn ich das denke, DDR und Gegenwart. Das ist sehr interessant. Ich sage immer, ich habe die DDR nur als Besucher erlebt, aber durch 16 Jahre Russland kann ich mir sehr viel erschließen, weil da sehr viel aus dem Postkommunistischen eben ähnlich ist. Sie haben jetzt gesagt, diese Zweiteilung in der DDR, Familienkreis, Nicht-Familie. Und das kommt wieder. Ist es in diesem punktuellen Bereich nicht teilweise heute sogar schlimmer, weil man, also so kenne ich das sogar, in der Familie teilweise nicht mehr dieses Vertrauen hat. Also früher war es eigentlich ganz klar, auch in der jetzigen Russischen Föderation, im Familienkreis geht alles und außen ist es eine feindliche Welt. Was ich erlebe ist aber, dass es teilweise bis in die Familien hinein, dass man da nicht mehr darüber sprechen kann, weil eben diese Begrenzung nicht mehr stattfindet. Und darum sagen auch viele, die DDR erlebt haben, das ist ja heute schlimmer, wahrscheinlich im Hinblick darauf, dass man die Familie nicht mehr als freien Raum hat, weil dann irgendein Schwager, Schwester oder irgendjemand ein moralischer Sittenwächter ist und dann sogar das Weihnachtsfest völlig zerstört werden kann. Ja, das spielt eine Rolle und zum anderen auch, sagen wir mal, durch Geltungssucht oder Gedankenlosigkeit. Also es wird dann zum Beispiel eben schon was gepostet, ne? Und vielleicht noch nicht mal in böser Absicht. Man teilt irgendwas und weiß nicht, wo das hinkommt. Das kann alles Konsequenzen haben. Ich will auch die DDR-Familie nicht kritisieren. Das sollte man nicht machen. Es gab Familien, die, was das betrifft, Glück hatten. Und es gab andere, da gingen die Probleme auch durch. Heute aber, als große Stichworte Corona, beispielsweise Flüchtlingspolitik, Euro-Währungspolitik und jetzt aktuell Ukraine, ist natürlich die anderen Probleme, die zusammenhängen, also Energieprobleme, das ist hochmoralisiert. Und ich erlebe das schon auch, dass das durch Freundeskreise geht, durch meine Familie Gott sei Dank nicht, aber die haben ja alle Randzonen, das kriegt man schon mit. Und die Vorsicht ist dann fast, also ich höre häufig auch gerade aus den alten Bundesländern, dass dort Menschen extrem vorsichtig geworden sind und die Einsamkeit im politischen Raum enorm groß geworden ist, was das betrifft. Und meine Freundin Susanne Dagen hier, die das Buchhaus Loschwitz betreibt, erzählt, dass aus den alten Bundesländern fast ein Tourismus zu ihr eingesetzt hat, um die freien Veranstaltungen dort wie ein Atem holen, ein Luft holen, einzusaugen. Also hier gibt es Leute, die für ein Wochenende nur deswegen herkommen, um in einer freien Veranstaltung hier in Dresden teilnehmen zu können. Das erschüttert einen schon, wenn man das hört. Was mich so sehr erschüttert, also ich habe den Eindruck, Solzhenitsyn nicht leben in der Lüge, dass die Lüge wieder zu einer Art Gesslerhut geworden ist. Also je offensichtlicher eine Tatsache ist, so hat man den Eindruck, umso schlimmer werden diejenigen stigmatisiert, die diese Tatsache aussprechen. Sie haben das ja selber erlebt. Sie haben ja einmal gesagt, dass ein großer Teil derjenigen, die als Flüchtlinge hierher kommen, wegen der Sozialleistungen kommen oder durch die Sozialleistungen angelockt werden. Und ich denke, das ist völlig offensichtlich, weil sonst würden wir ja in Griechenland bleiben oder wo es näher ist. Also es ist wirklich etwas, worüber man nicht streiten kann. Was daraufhin einsetzte gegen sie, war eine Hetzjagd. Ein Kollege, ich sage es jetzt nicht, hat daraufhin gesagt, man kann dessen Bücher gar nicht mehr unvoreingenommen lesen. Also das ist der Geist des Stalinismus, den ich in solchen Aussagen wirklich entdecke. Also Pasternak war zwar ein großer Schriftsteller, aber weil er die falsche Haltung hat, kann man ihn nicht lesen. Woher diese große Angst vor der Lüge, kann ich mir noch erschließen, weil je offensichtlicher etwas ist, umso mehr muss man es verdrängen, umso schlimmer derjenige, der sagt, der Kaiser ist nackt. Aber dass dieser stalinistische Geist, dass der hier sofort wieder da ist, also wie auf Handdruck, den wir überhaupt nicht haben, also man kann die Bücher von Telkamp nicht mehr unvoreingenommen lesen, weil er eine falsche Haltung bei der Migration hat, das ist etwas, was, das ist doch, Sie kennen die DDR im Gegensatz zu mir, ich kann sie mir nur erschließen, das ist doch zutiefst sozialistischer Geist. Ja, ich denke darüber auch oft nach, woher das kommt, die Moralisierung. Und vermutlich kommt es aus dem Innersten der Gesellschaft selbst, das heißt aus unserer Wirtschafts- und Lebensweise. Also wir sind in einer Demokratie, die nach 70 Jahren in vielerlei Hinsicht an Enden gekommen ist oder zu sein scheint. Und eine Demokratie braucht, wenn sie marktwirtschaftlich geführt ist, wahrscheinlich geht das konform, braucht immer neue Wachstums- und Produktzyklen.
Das heißt, sie braucht innovative Gedanken. Und die innovativen Gedanken scheinen mir zurzeit von der grünen Bewegung, sage ich mal absichtlich, nicht von Partei, sondern von der grünen Bewegung auszugehen, die ein Erzählmuster, ein Narrativ implantiert hat an die Gesellschaft, wie neue Formen des Lebens, bewahrende Formen des Lebens, auch wirtschaftlich gesehen ökonomisch neue Formen von Leben, von der Solaranlage bis zur Hauswanddämmung, ist ja, kann man ja alles grün machen und neue Produkte kreieren. Und das ist eine gute Geschichte. Wir bewahren Leben, wir gehen in die Zukunft, wir sind jung, wir sind nicht konservativ, wir sind nicht irgendwie eingeschränkt, sondern weltoffen. Und diese Gutheitserzählung fällt auf fruchtbaren Boden, weil, was die Grünen betrifft, viele, nicht alle, aber viele Vertreter von Medien aus dem gleichen Milieu kommen und ja auch Gutes wollen. Das heißt, Medien sind aktivistisch geworden, nicht mehr nur berichtend, oder das ist natürlich immer schwierig, das nur zu sein, aber sie haben häufig einzelne Vertreter den reinen Berichtsraum, den reinen Nachrichtenraum, also bild dir selber deine Meinung, verlassen, wie sie auf ihrer Webseite ja schreiben, Nachrichten ohne Steuerung und Meinung oder ohne Agenda. Und das geht in die Zukunft ein, das hat tief die Gesellschaft verändert und tut das noch. Und das ist verbunden mit dieser Moral von Gut und Böse. Also weniger wahr und falsch interessiert, sondern Gut und Böse. Und das ist immer ein Zeichen für mich von einlaufenden Diktaturen oder von sterbenden Demokratien, dass nicht mehr nach wahr und falsch oder pragmatisch entschieden wird, sondern nach Gut und Böse. So kann ich mir das erklären, woher das kommt, diese Moralisierung von Taten, die Moralisierung von Fakten. Sarrazin hat das erlebt, der bringt Statistiken und wird, weil er das ist und vorstellt, dass in Statistiken steht, aufs Heftigste angefeindet. Und ich höre gleich auf, das dauert schon zu lang. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass am Ende oder in langen Zeiten in einer marktwirtschaftlich gestalteten Demokratie der religiöse Sensus erstirbt. Man hat alles, aber hat keinen Sinn. Die Kirchen haben sich abgekehrt von der Sinnsuche, sind weitgehend zum politischen Arm der Grünen geworden oder im weitesten Sinne einer Gutmeinungslinken. Und dann kommt der religiöse Sensus auf andere Ideen und sucht sich andere Betätigungsfelder, Erlösungsfantasien. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Deutschen dafür besonders empfänglich sind, erlöst zu werden, vor allem von ihrer bitteren und finsteren Vergangenheit. Aus diesen Elementen vielleicht kommt das. Ich sage jetzt etwas ganz Böses, was sich aus meiner osteuropäischen Geschichte erschließt, auch wenn ich erst mit 18 zum ersten Mal oder mit 18 angefangen habe, in Russland zu leben, also westeuropäisch sozialisiert wurde. Als ich jetzt diese Nachricht las, dass dieser Klimakleber in Berlin, der wurde verurteilt zu einer eigentlich lächerlichen Geldstrafe, der ist aus Nordrhein-Westfalen und der ist erwerbslos, bekommt Grundsicherung und fährt dann dahin. Und meine osteuropäische Herangehensweise, die ist eben, der wird finanziert von den Steuerzahlern, die er dann in den Stau schickt. Und wenn er, wie das in Russland der Fall wäre, wenn er für seinen Lebensunterhalt selber aufkommen müsste oder in Montenegro, dann würde er wohl kaum die Zeit und die Muse haben, um die Autofahrer, die ihn jetzt finanzieren, zu schikanieren auf diese Art und Weise. Und ich glaube, das knüpft jetzt eben an das, was Sie gesagt haben, eine gewisse Wohlstandsverwahrlosung oder Wohlstandsdekadenz. Also die meisten Russen, die ich kenne, oder die meisten Montenegriner, die haben wenig Zeit für Sinnsuche, weil sie einfach ihre Existenz sichern müssten. Ohne dass ich jetzt sage, das ist gut so, dass es da ärmer ist. Aber da hat man dann wenig Zeit, um sich an den Boden zu kleben oder zu denken, wie kann ich Gemälde hier versuchen zu zerstören, um hier auf etwas aufmerksam zu machen. Da schaut man einfach, dass man seine Existenz sichert. Und bei uns ist das völlig weggefallen. Da jetzt ein kurzes Beispiel. Ich hatte wir im Vorgespräch kurz über meine Katzen gesprochen haben. In Berlin gibt es wahrscheinlich noch ein Katzencafé, Straßenkatzen. Ukrainische Straßenkatzen waren da und am Anfang konnte man dafür 1 Euro Futter kaufen. Die waren alle rank und schlank und wenn man da das Futter gekauft hat, sind die gesprungen und es waren extrem lebendige, tolle Katzen. Als ich nach einem Jahr wieder hinkam, waren die alle wirklich verfettet und die lagen nur noch rum und rülpsten. Und wenn man dieses Futter kaufte, dann haben die sich gar nicht mehr bewegt. Und ich glaube, wenn da ein Hund reingekommen wäre, die hätten überhaupt nicht mehr reagiert. Und ich will überhaupt nichts mit der Tierwelt gleichsetzen, um Gottes Willen. Aber also dieses Beispiel des Katzencafés zeigt mir, wenn es einem zu gut geht, dann wird man träge irgendwann. Auch geistig wahrscheinlich.
Ja, das mag schon eine Rolle spielen, wobei ich, sagen wir mal, bei den Klimaaktivisten nicht unbedingt diese Form von geistiger Trägheit erkenne, sondern eher eine mangelnde Bereitschaft, andere Standpunkte anzunehmen oder sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube schon, dass die das ernst meinen oder dass zum Beispiel Extinction Rebellion oder diese Klimaaktivisten wirklich der Meinung sind, dass morgen die Welt untergeht oder spätestens im Jahr 2023. Wir sind letzte Generation, nachher kommt nichts, die Erde brennt. Und die sind vermutlich so hysterisiert in dieser Annahme, dass sie damit mit dieser Erzählung alles rechtfertigen. Was brauchen wir noch? Bilder, Kunst und Kultur, wenn die Welt brennt? Das müssen wir alles jetzt sofort machen, sonst gehen wir alle unter. Das glaube ich schon, dass die das ernst meinen. Was mir aber fehlt, ist eine Auseinandersetzung mit gegenläufigen Meinungen, gegenläufigen Tendenzen und damit eigentlich einer auch geistigen Freiheit, die auch ein gewisses Vertrauen auch hat. Diese letzten Generationen kommen ja noch, wenn ich das so beobachte, alle 30 bis 40 Jahre neu mit anderen Dingen. Also irgendwann war mal das Erdöl alle und Club of Rome sagte, in 5 Jahren sind wir alle tot. Oder Jens Spahn sagte, Corona, wir sind gestorben, genesen oder geimpft. Ne? Und das ist so ein Zug zur Hysterisierung, der meiner Meinung nach nur dann möglich ist, wenn eine Wirtschaftsform existiert, die es erlaubt, dass Menschen in völlig unterschiedlichen wie Parallelwelten leben können. Die Gesellschaften, die Sie ansprechen, Russland und Montenegro, sind so arm, dass Menschen gezwungen sind, sich auf eine Realität zu verständigen, nämlich die des Überlebens. Genau. Wie stille ich den Hunger? Wie kann ich wohnen? Wie kann ich meine Kinder ausstatten? Und im Westen, speziell auch der Bundesrepublik, ist es noch so, dass diese elementaren Fragen von der Wirtschaftskraft noch, das ändert sich ja, aber noch gedeckelt sind. Und dadurch ist man in der Lage, sich in einer Welt einzurichten, die mit der anderen Welt nichts zu tun hat. Ich glaube, das erklärt viele Probleme, die wir haben und auch vielleicht einen Teil der Spaltung der Gesellschaft, dass hier offenbar keine Brücke mehr da ist zwischen, sagen wir mal, grob gesprochen, den woken Globalisten und den eingesessenen Lokalisten. Das ist so eine Idee, die ich darüber hätte, woher das kommt. Also ehrlicher Antrieb, Absolut. geistige Verengung und mangelnde Kritik des eigenen Standpunkts, stimmen die Erzählungen, stimmt das Klimanarrativ so, geht die Welt wirklich unter, schmelzen die Polkappen alle, gehen die Inseln im Pazifik tatsächlich unter? Wo liest man eine ehrlich kritische Auseinandersetzung? Ist alles offenbar Konsensus, was ich da so lese, und da habe ich Zweifel dran, also rein aus der Lebenserfahrung, ob das wirklich so Konsens überall in allen Punkten ist. Absolut. Eine kleine technische Bitte, wenn Sie sich ein bisschen zurücklehnen, weil sonst sind Sie abgeschnitten. Wunderbar. Und was für mich, also auch wenn ich mich wiederhole, aber wenn ich schon so einen brillanten Intellektuellen hier habe, Ihre Meinung interessiert mich da brennend. Was für mich so ein Verlust des Grundvertrauens ist und wo in mir wirklich eine Welt zusammengebrochen ist, das ist immer, dass ich dachte, die Deutschen haben eigentlich wichtige Schlüsse aus der Zeit des Nationalsozialismus und vielleicht auch der zweiten Diktatur gezogen und dass es einen Konsensus gibt, dass man keinen Anspruch auf Wahrheit haben darf, dass man Menschen mit anderer Meinung nicht diffamieren darf, dass man alles hinterfragen darf und vor allem, dass das Böse immer im Namen des Guten passiert. Also ich glaube, viele haben eine völlig schwarz-weiße Wahrnehmung des Dritten Reiches. Die denken, da haben 33 viele beschlossen, wir werden ja jetzt zu den Bösen. Aber es war ja genau das Gegenteil der Fall. Aus ihrer subjektiven Denkweise heraus waren diese Menschen ja völlig überzeugt, dass sie die Guten sind. Und da ist, glaube ich, irgendetwas in der Vergangenheitsbewältigung kolossal schiefgelaufen in meinen Augen. Ja, das berührt die wirklich brennenden Fragen. Gibt es so etwas wie einen Nationalcharakter oder eine Eigenheit? Also da müssen Sie mir helfen. Wenn Sie einen Russen fragen, ob die Deutschen das haben, Dostojewski ist voll von diesen Debatten in seinen großen Romanen über Deutsche, über Russen, was das unterscheidet. Ich werde da zurückhalten, mir geht es eher um Individuen, aber trotzdem habe ich manchmal den Eindruck, dass Demokratie im Sinne von das beste Argument wird im freien Meinungskampf erkannt und ausgefochten und nach dem besten Argument, nach Abwägung aller Sachen entscheiden wir. Das, glaube ich, zieht nicht wirklich mehr. Und ob es das je getan hat, weiß ich auch nicht. Also ich habe manchmal den Eindruck, viele Deutsche, auch viele in Medienschaffende, sind in Wahrheit führergläubig. Wobei ich das Wort führergläubig nicht im Sinne von Drittes Reich oder Adolf Hitler verstanden wissen will, sondern modern. Autoritätsgläubig. Sagen wir lieber, das ist neutraler autoritätsgläubig,
heilsgläubig und heilssüchtig. Sie wollen Erlösung haben. Das heißt, der Wagner-Begriff, alle seine Opern sind voll von Erlösungssuchenden und Erlösungssüchtigen. Das trifft eine ganz, meiner Meinung nach, sehr wichtige Problematik heutzutage. Viele wollen erlöst werden. Erlöse uns vom Bösen. Das ist hier unsere Vergangenheit. Wir wollen endlich weg. Wir wollen zu den hellen Ufern. Deswegen trifft sich die Erzählung auch mit Glauben in der Kirche. Denn das ist natürlich ein grundlegendes Kirchending. Erlösung zu suchen, erlöst zu werden, Ablass zu geben. Ich meine, CO2 und Elektroautos sind ja nichts anderes als Ablassgegenstände, wie im Mittelalter. Wenn man da vernünftig hinterfragt, was ein E-Auto wirklich taugt, ob es das bringt, was versprochen wird, schütteln ja die meisten Ingenieure heillos den Kopf und legen den Finger auf den Mund. Ja, also das sind Ablassgegenstände, aber das scheint gut zu funktionieren. Kann ich mir nicht anders erklären. Da haben Sie jetzt ein ganz wichtiges Stichwort gegeben, Erlösungsglaube, Erlösungshoffnung. Und meine Ansicht ist, dass diese Ursünde im Journalismus und auch in großen Teilen der Gesellschaft, die begann mit der Flüchtlingskrise, weil Angela Merkel so etwas wie eine Erlöserin wurde, weil sie uns sozusagen von unserer Urschuld befreit hat. Die Deutschen waren endlich wieder die Guten. Wir sind befreit worden. Und dann fand eine Art Verschmelzung mit Angela Merkel statt. Und die wurde für viele Kollegen in den Medien, wurde die zu einer Art Säulenheiligen. Sie wurde zu der Erlöserin. Sie hat die Deutschen wieder gut gemacht. Und das würde ich als den Zeitpunkt setzen, wo das völlig gekippt ist in den Medien. Und jetzt, wo Sie von dieser Erlösungshoffnung sprechen, da kam mir sofort das in den Sinn. Und Sie fragten von wegen Nationalcharakter. Ich würde es nicht an der Nation festmachen, das ist immer eine kulturelle Frage. Und DDR und Bundesrepublik haben das ja gezeigt, das war eine Nation, aber die Kultur hat die ganz wesentlich geprägt. Und auch jetzt sind es ja zwei ganz unterschiedliche Kulturen. Und da würde ich schon sagen, dass zwischen der deutschen und der russischen oder der montenegrinischen Kultur enorme Unterschiede sind. Also Sie können eine Maskenpflicht in Deutschland, in Russland oder in Montenegro nicht mal zu 10% so durchsetzen wie in Deutschland, weil die Leute einfach nicht mitmachen. Da haben Sie dann 1% Beflissene, die wie in Deutschland 80% reagieren und umgekehrt. Und das ist schon, also das hat mich extrem erschreckt. Offenbar diese Autoritätsgläubigkeit, diese Staatsgläubigkeit und dieses Denunziantendenken und ich bin freiwilliger Polizist, das scheint schon sehr, sehr tief in der deutschen Kultur verankert zu sein. Nicht bei allen, Gottes Willen, da gibt es sehr viele wunderbare Menschen. Ja, das ist eben ein starkes Problem für mich auch, dass die Rolle von vielen Medien, also ich sage nicht der Medien, sie sind ja eben eine Ausnahme, Achse des Guten, der Kollege Gunnar Kaiser, Alexander Wallasch, Alexander Wendt, das sind ja wie Längsfeld, viel geschworene Ausnahmen. Aber viele Medien haben das meiner Meinung nach eben auch verkannt oder huldigen dieser Staatsgläubigkeit. Es ist eben keine vierte Gewalt mehr, sondern eher eine vierte Gewalt geworden, die sich mit Dingen gemein macht, was sie nicht tun sollte. Sie haben es erlebt, wenn sie aus der Bundespressekonferenz ausgeschlossen werden, kaum einer ihrer Kollegen steht ihnen bei. Das ist ein Unding eigentlich. Bei Dennis Yücel beispielsweise, da gehen alle auf die Barrikaden, aber hier vor der eigenen Haustür nicht. Die Satire in Deutschland, bis auf Bernd Zeller, ist, was ich kenne, völlig auf den Hund gekommen. Wie kann das sein, dass Staatsclowns wie Böhmermann und Oliver Welke Staatspropaganda treiben im Jahr 2022 in der Bundesrepublik Deutschland? Wie kann es sein, dass Zeitungen das Regierungsnarrativ nahezu kritiklos verbreiten und auf die Opposition eindreschen, dass es eine Art hat oder keine Art hat? Und hier sind Dinge passiert, entweder kommt man nicht mehr raus aus den Erzählungen, weiß oder merkt, dass man sich verrannt hat und betreibt dann Schadensbegrenzung oder Gesichtswahrung oder wie auch immer. Oder es hat sich auch was im Journalismus verändert, der die Rolle anders auffasst. Stichwort Georg Restle, Haltungsjournalismus. Ja, und das sind die großen Fragen mit Merkel. Ich kann das verstehen, wenn Flüchtlinge vor der Haustür stehen und man konfrontiert ist mit dem Ding, was machst du jetzt? Weist du sie ab oder lässt sie rein? Vermutlich lassen wir sie alle erstmal rein. Aber dann geht es eben weiter. Das kann ja dabei nicht bleiben. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit künftigen Flüchtlingen um? Wir haben ja jetzt wieder eine Situation, die ähnlich von den Zahlen her offenbar ist wie 2015, aber es wird kaum darüber berichtet. Trotzdem findet es statt. Man hört es aus den Kommunen, wie sie sich beklagen und das sogenannte das Boot voll ist. Und das ist eine Rolle der vierten Gewalt, die mir schwer zu schaffen und zu denken gibt und natürlich auch gewisse Charakterzüge im allgemeinen Alltagsgeschehen. Das war die Blockwartmentalität, kehrt zurück, die Lust am Denunzieren, Sie haben es genannt.
die Gläubigkeit gegenüber der Wissenschaft, die es so gar nicht gibt. Das ist immer im Fluss, denn sonst ist es keine Wissenschaft, sondern Orthodoxie. Und das ist ja genau das Gegenteil. Ja. Herr Telkamp, wir sind weit in der Zeit. Ich würde gerne diese beiden Schwerpunktthemen, Presse und Migration, im zweiten Teil dann mit Ihnen besprechen, wenn das okay ist. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie dabei waren. Für mich ein Höhepunkt auf meinem Videokanal, weil, wie gesagt, ich bin ein Verehrer und Bewunderer von Uwe Telkamp. Ich bin sogar etwas neidisch. Seine literarische Kraft hätte ich auch gerne. Und war mir eine große Ehre und ganz, ganz dringend an Sie die Empfehlung, wenn Sie Der Turm noch nicht gelesen haben, sein großes Werk, mehrfach ausgezeichnet, auch verfilmt, unbedingt lesen und jetzt auch sein neues Buch, Das Schweigen der Uhren. Schauen Sie, lesen Sie die Bücher, schauen Sie wieder rein und verpassen Sie nicht den zweiten Teil von meinem Gespräch mit Uwe Telkamp. Vielen herzlichen Dank, Herr Telkamp. Vielen herzlichen Dank, Herr Reitschuster, und auch der Dank an Sie für Ihre journalistische Tätigkeit und Unermüdlichkeit und Unverdrossenheit. Sie haben es nicht leicht, das, was man liest, und ich soll Sie auch grüßen von meiner Partnerin, die ein großer Fan, genau wie ich, von Ihrer Arbeit ist, dass Sie die kleine Anerkennung auch zurückbekommen. Das ist aber sehr, sehr lieb. Schönen Tag Ihnen und den Zuschauern. Das rührt mich sehr, wenn Sie Zuschauer, Sie wissen, wir haben keine GZ-Gebühren, keine Reklamekonten werden gesperrt und alles. Wer es sich leisten kann, wer nicht, bitte nicht, freue ich mich über eine Unterstützung und sei es nur auf einen Kaffee. Vielen herzlichen Dank, alles Gute. Reitschuster.de